der klassische Surfer-Stereotyp aus den 60er, 70er war eher der Anti-Held und war ja natürlich nicht das klassische Vorbildfunktion, sondern eher die konträre Gegenbewegung zu den 60ern, 70ern, wo man natürlich auch eher am Strand war und natürlich dagegen sein wollte. Also es ist ja aus einer Subkultur entstanden letztendlich. Dennoch auch heute jetzt sind Spitzenathleten im Surfen Olympiaathleten, Olympiamedaillen und werden dadurch natürlich auch langsam in diese Wahrnehmung transferiert, auch eine Vorbildhaltung und eine Vorbildfunktion übernehmen zu müssen. Ja, sind Profisportler stets Vorbilder? Naja, ganz ehrlich, wie könnten sie es sein? Es sind ja schließlich auch nur Menschen. Ne? Hallo, hallo, willkommen zurück beim Wellenlänge Podcast, deinem Landlocked Surf Podcast. Ich bin Benny Altenhoff. Hier im Podcast geht's hauptsächlich um all die schönen Dinge, die einem die Leidenschaft Wellenreiten beschert, beziehungsweise darum, was man tun kann, wenn man eben gerade nicht ans Meer und in die Wellen kommt und wie man trotzdem diese schönen Dinge im Kopf behält und sich mit in seinen Alltag nimmt. Aber ich möchte mich auch hin und wieder gern mal mit den kritischeren Themen und Schattenseiten der Surfszene und der Surfkultur beschäftigen, beziehungsweise mich diesen Themen auch mal stellen. Vor 2 Wochen hatte ich bereits das Thema Sexismus im Hobby-Line-Up mal auf der Agenda. Und hatte da mit Lena und Anna von den Coldwater Sirens drüber gesprochen. Diese Woche möchte ich das Ganze nochmal auf die professionelle Ebene ein Stück weit ausweiten und weiterführen. Zu diesem Zweck habe ich einen super spannenden Gast mir eingeladen. Heute habe ich Martin Walz zu Gast. Martin ist Mental- und Performance-Coach. In dieser Position ist er unter anderem beim FC Bayern München, beim DFB, bei zahlreichen anderen Vereinen und Institutionen, unter anderem auch beim DWV bzw. bei der deutschen Surf-Nationalmannschaft tätig. Martin hat eine Menge zu diesen Themen zu berichten, weil er halt auch in diesem Bereich Gleichstellung und Ähnlichem in verschiedenen Organisationen tätig ist. In der zweiten Hälfte unseres Gesprächs schweifen wir auch mal so ein bisschen ab, sage ich mal. Da geht es eher so ein bisschen allgemein um sportpolitische Themen, speziell in Richtung mentale Gesundheit und auch ja Fürsorgepflicht von entsprechenden Organisationen oder Ligen. Ich denke aber, dass all diese Schweifungen auch durchaus mit dem Kernthema dieser Folge einhergehen und verwandt sind. Ich hätte auch noch einige Fragen mehr an Martin gehabt, gerade so zum Punkto Persönlichkeiten im Sport, Vorbildcharakter von Sportlern und vor allen Dingen, wie halt Sportler mit dem Thema Sexismus, Rassismus umgehen, wenn sie damit konfrontiert werden. Wir haben uns aber dafür entschieden, das hier jetzt erstmal nicht mit reinzunehmen, sondern eventuell tatsächlich mal eine extra Folge draus zu machen. Zum einen, weil es nochmal ein sehr langes Feld ist. Und zum anderen, weil Martin sich jetzt auch noch nicht ganz sicher war, was er dazu sagen möchte und da lieber noch mal ein bisschen Bedenkzeit hätte. Von daher werden wir ihn wahrscheinlich mal wiederhören. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Hallo, guten Morgen Martin, willkommen bei Wellenlänge. Guten Morgen, hallo Benjamin, schön, dass ich da sein kann. Ja, freut mich sehr auch auf jeden Fall. Ich habe vor einigen Wochen angefangen, mal mit dem Thema Sexismus mich zu beschäftigen. Da schon ein Gespräch so im Hobbybereich geführt, wie so Sexismus in Line-Up und im Alltag stattfindet. Und heute dachte ich, mit dir das ganze Thema mal auf den Profibereich ein bisschen auszuweiten. Wie ich schon so gesehen habe, hast du relativ neben deinen Coaching Tätigkeiten auch relativ viele Funktionen in so Institutionen und Verbänden schon inne, wo es auch um Mental Health und Ähnliches geht, auch mal um Sexismus und Gleichberechtigung und sowas. Und da kannst du vielleicht gleich noch kurz zu was zu sagen, wo du da überall tätig bist. Ich wollte dich als Einstiegsfrage mal fragen, die also Profisportler, würde ich schon sagen, gelten allgemein so ja als Vorbild in unserer Gesellschaft, zumindest sollten sie das sein, ne? wird immer gefordert. Wie würdest du behaupten, ist das im Surfbereich? Kann man das sagen? Ja, also generell, ich glaube schon, dass Athleten in unserer Gesellschaft oder vor allem, sagen wir mal, in der deutschen Gesellschaft, da ist es kulturell auch immer unterschiedlich geprägt, aber sagen wir so, wie auch so die deutsche Innenpolitik oder auch ja im Kultusministerium Sport angesiedelt ist, ist es schon ein sehr hohes Kulturgut und eben zum Schaffung der Vorbilder ist sogar der gesellschaftliche Auftrag des Spitzensports. von dem her, wenn man das so als Definition sieht,
sollte es so sein, wird auch so oft, glaube ich, von der Gesellschaft in allen Altersklassen so wahrgenommen. Dennoch ist es so, dass es natürlich nicht jeder sich mit diesem Rollenvorbild identifiziert oder auch vielen vielleicht die Verantwortung gar nicht bewusst ist, auch so im Wandel der Zeit. Dennoch muss man schon auch sagen, dass es auch die Gladiatoren der Moderne sind. Also sind wir einfach ganz ehrlich, es ist schon auch Brot und Spiele, Spitzensport. Das Machtgefälle ist extrem hoch. Also die AthletInnen sind eigentlich sehr wenig geschützt in dem Sinn. Das ist ja, wenn man erfolgreich ist und erfolgreich präsentiert wird, ist das ganz toll. Dennoch muss man ganz klar sagen, der Spitzensportler an sich oder die Spitzensportlerinnen an sich haben jetzt nicht viel Raum und Möglichkeit, sich auch selber zu entfalten, wenn die Leistung nicht stimmt. Also da muss man das auch ganz ehrlich sagen. Man sagt immer, ihr seid auch Vorbilder, ihr müsst euch da doch auch positionieren, aber dennoch sind sie doch auch sozusagen, ja, im Wind des Spitzensports auch nur ein Blatt, was durch die Gegend geweht wird, wenn man es jetzt mal so in so einer Bildsprache mal verwendet. Und so würde ich das auch sagen im Surfsport. Der klassische Surfer-Stereotyp aus den 60er, 70er war eher der Anti-Held und war ja natürlich nicht das klassische Vorbildfunktion, sondern eher die konträre Gegenbewegung zu den 60ern, 70ern, wo man natürlich auch eher am Strand war und natürlich dagegen sein wollte. Also es ist ja aus einer Subkultur entstanden letztendlich. Dennoch auch heute jetzt sind Spitzenathleten im Surfen Olympiathleten, Olympiamedaillen und werden dadurch natürlich auch langsam in diese Wahrnehmung transferiert, auch eine Vorbildhaltung und eine Vorbildfunktion übernehmen zu müssen. Das heißt, dieser Transfer oder auch dieser Wahrnehmungstransfer in der heutigen Zeit jetzt durch Olympia und plötzlich wirklich als sozusagen Idole oder auch Vorbilder agieren zu müssen, ist natürlich neu, weil die Generationen davor dem nicht entsprechen mussten in dem Sinn. Deswegen ist da auch ein sehr großer Wandel, wo, glaube ich, auch sehr viele Konflikte auch entstehen. Auch Rollenkonflikte von älteren Generationen, jüngeren Generationen etc. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das wird bestimmt auch in vielen gesellschaftlichen Bereichen der Fall sein, ne? Ich habe mich selber war ich sehr lange Fußballfan früher, sehr begeisterter Fußballfan, war viel in Stadien unterwegs und ich würd mal so gestehen, dass ich auch im Fanblock so einiges gegrölt habe, wo ich dann mittlerweile weit von Abstand nehmen würde. So Fußballfans und auch die Amateurfußballszene, würde ich sagen, würde ich heute schon so als arg homophob, sexistisch oder auch rassistisch einordnen, ne? Da fällt schon immerhin weiterhin gerne mal das N-Wort oder Fußballerinnen werden als lesbisch bezeichnet, wenn den Spieler verletzt heißt, es steh auf, du Memme. Und für queere Personen ist das Herz der Fanszene, glaube ich, auch nicht unbedingt ganz weit offen. Im Profibereich stellt sich aber gerade im Fußball oder im Breitensport, denke ich mal, schon sehr anders auf. Ne, da ist irgendwo das ist halt sehr professionell geworden. Anstößige Aussagen von Spielern und Trainern werden medial angeprangert und richtiggestellt. Gibt es mal den einen oder anderen Shitstorm. Und das hat so eine gewisse Selbstregulierung, stelle ich immer irgendwo fest, würde ich sagen. Ne? Wie beurteilst du das im Fußball oder im Breitensport und dann verglichen zur Surfszene? Sagen wir es mal so, im Fußball oder sagen wir alles, was sehr öffentlichkeitswirksam ist, wird natürlich der Scheinwerfer mehr drauf gehalten. Dadurch ist da auch eine, sagen wir, gesellschaftliche Regulation in Anführungsstrichen einfach auch mehr präsenter, weil es einfach mehr Menschen erreicht und dadurch natürlich auch eine höhere Grundgesamtheit erreicht. Da wir in der demokratischen Gesellschaft leider auch immer die extremsten Ausreißer drin haben, sozusagen, kann sich das da gut regulieren. Ich finde es immer schwieriger im Breitensport, Schrägstrich im Surfsport oder alles, was vielleicht nicht medial so viel Präsenz hat und im Fernsehen, Radio, was immer noch eines der größten Plattformen darstellt, auch wenn das vielleicht die jüngere Generation nicht so ganz nachvollziehen kann, weil die sehr viel sich in anderen digitalen Bereichen bewegen und weniger mit Fernsehen und Radio anfangen können. Dennoch ist wenn man es mal generell überall anschaut, doch die mediale Aufmerksamkeit beim Fußball, Formel 1 viel, viel höher. Dann werden eben so gesellschaftliche und politische Themen ganz anders diskutiert. Im Breitensport fällt das oft runter und auch im Surfen, weil vor allem Surfen oder Sportarten, die eher noch dahin wollen, wo vielleicht derzeit Formel 1, Fußball, Tennis etc. ist,
natürlich sehr viel auch nur sich von ihrer besten Seite präsentieren wollen. Das heißt, dementsprechend passiert das ganz unbewusst, dass es auch sein kann, manche Themen gar nicht angesprochen oder diskutiert werden. Oder natürlich dann auch wieder in so einer Überreaktion überdiskutiert werden, die auch dann manchmal irgendwann vom Sachthema auch komplett weggehen und auch den Dialog gar nicht fördern. Also das ist vielleicht im generellen Zeitgeist im Allgemeinen so, dass viele verwechseln, dass Diskutieren und Dialog das Ziel hat, neue Lösungen zu entwickeln, neuen Common Ground zu finden, neue, auch eine gesellschaftliche Denk- und Sprachweise weiterzuentwickeln. Der Zeitgeist derzeit ist eher, die Gräben werden größer, Diskussionen werden eher als Gewinnen und Verlieren dargelegt, anstatt quasi einen Disput auf eine nächste Ebene zu heben. Das ist leider ein bisschen schade, aber bringt sich halt derzeit mit sich. Deswegen würde ich sagen, das spiegelt sich dann in allen Bereichen. Dennoch ist so Breitensport, Surfsport, werden so Themen eher mal hinten runterfallen gelassen, was jetzt anders in anderen Sportarten, die medialer präsenter sind, härter diskutiert werden, sagen wir es mal so. Genau. Es gibt halt entsprechend auch dafür extra Personen, die dafür wirklich abgestellt sind, darauf zu achten, denke ich mal, ne? Ja, Und genau. da gleich einzuwirken mit und in solchen Bereichen halt weniger. Sagt es schon, in der Surf-Szene, ja, die ist halt auch sehr, sehr rebellisch und sehr subkulturell geprägt. Und gerade so, was so rassistische Tendenzen gibt, da gibt es ja, wie ich kürzlich gelernt habe, auch eine große Geschichte in der Surf-Szene, ne? Also der Begriff Surf-Nazis kannte ich schon, aber es kam gerade ein ganz interessanter Bericht im Artikel im Surfers Magazin raus, wo da wirklich sehr drauf eingegangen wird. Den werde ich in der nächsten Folge eventuell auch mal thematisieren. Eventuell kriege ich da die Autorin zu fassen oder ich muss den selber mal zusammenfassen. Auf jeden Fall sehr spannend, was für eine große rassistische Vergangenheit der Surfsport eigentlich auch irgendwo Extrem, hat mit dem extrem. Lokalismus und Genau, ähnlichem. also letztendlich Lokalismus oder Nationalismus oder Rassismus, letztendlich ist die Frage, wo mache ich eine Grenze in meinem geistigen Gedankengut, ne? Und das verschwimmt ganz, ganz schnell. Ja. Muss man sehr aufpassen. Das ist, ist es, ist, ist, ist es was Urmenschliches. Es ist in uns als Menschen angelegt, natürlich auch, sich abzugrenzen. Durch, das ist mein Rudel, ihr gehört nicht dazu. Also es ist ja auch was, was in uns drin ist. Und das quasi, wenn man weiß, wo man dagegen ist, kann man sich selber definieren, sozusagen. Ist so eine einfache Denkweise. Und ist halt die schnellste Zusammenfassung von allem. So, wenn der ist nicht, passt nicht zu uns oder die passt nicht zu uns. So, und ich bin der, ich gehöre zu der Gruppe. So, und dann quasi weiß man auch, wo nämlich die Trennschärfen sind. Und das ist halt für unseren Kopf und für unsere emotionale Karte die einfachere Lösung, anstatt sich kritisch damit und mit sich selber auseinanderzusetzen. Und da muss ich auch selber für mich sprechen, wir müssen da jedes Mal unsere Voreingenommenheit auch hinterfragen. Im Englischen auf question your biases. Ist, glaube ich, das ganz Wichtigste, um sich da selbst reflektiert weiterzubewegen. So wie du jetzt auch gesagt hast, Benny, eben wie es für dich im Kontext Fußball war und was dich früher sehr begeistert hat. Und man plötzlich auch durch einen gewissen Reifeprozess, den man ja als Menschwerdung, Mannwerdung, Frauwerdung irgendwo mit sich geht, eben dann auch plötzlich bestimmte Positionen von sich selber hinterfragt. Und ich glaube, das hat was mit Wachstum zu tun, wenn man es eben auch kann, also wenn man die Möglichkeiten hat, sich zu hinterfragen. Viele haben das auch gar nicht und das sollte man auch sehen. Naja, okay. Stimmt. Dazu eine gute Portion Egoismus, ne? Das ist meine Welle. Da hast du nichts zu Genau. suchen, so ungefähr. Auch Ganz genau. nachvollziehbar teilweise irgendwo. Ganz genau. Aber ja, natürlich Also ich fand es nicht, jetzt zum wenn es zu Beispiel, weil extrem du wird. gerade dieses Thema ansprichst oder auch allgemein Localism und die Geschichte auch im Surfen. Ich meine, zwar auch Surfers Mag, ging es um irgendeine Welle, die irgendwie am Rhein, wo jeder weiß, dass man diese Wellen surfen kann von diesen Tankern. Und da wurde auch wieder so ein Drama, ein so schockierendes Drama wieder hochgebauscht. Ich glaube, das war letzte Woche. Ich habe es nur am Rande miterlebt. Ich kann da jetzt quasi aus meiner Okay. Position oder gesellschaftlichen Position auch dadurch, dass ich jetzt für unsere Nationalmannschaft zuständig bin, halt einfach nur sagen, das ist ein lächerliches Verhalten. So, das hilft niemandem, wenn man Leute so beschimpft, so bedroht schon fast, wegen sowas. Also, wenn wir in unserer Welt keine anderen Probleme haben, dann ja, ist ein Armutszeugnis für alle, die auch in diesem Umland leben, diese ganzen
Anstiftungen zu Gewalttaten oder Ausgrenzung. Und wenn du das hier weitererzählst, so, also alles, was da kam beim Surfers-Mag, ich habe es nur am Rande verfolgt, ist ein Armutszeugnis. Vor allem, das ist eine Gegend, wo die Leute genug Geld haben. Denen geht es allen ziemlich gut in den Bereichen. Ja. Die sind alle so satt. Und sich dann so zu äußern, also die sind ja alle nicht bildungsfern. Und dann sogar irgendwie einen Redakteur zu bedrohen, also das ist lächerlich. Und da ziehe ich auch eine ganz klare Haltung. Also da sollte man sich mal selber hinterfragen. Also da ging es um quasi so eine Art Secret Spot, so ungefähr, ja, Ganz der genau, das war nicht irgendwie so bekannt ein, werden sollte. genau, und sollte nicht bekannt werden. Und weiß nicht, ob Ben Gray wieder eingeladen Aha. worden ist. Ich kann es gar nicht mehr genau Ach so, wiedergeben. ach ja, die Ben Gravy-Geschichte. Ja, stimmt, ja. Ja, Stimmt. ja, Mai, Armutszeugnis für alle deutschen Surfer. Sorry. Ja, stimmt, ja. Eigentlich, ne, da sind wir eigentlich die irgendwo hinkommen und überall hoffen müssen, dass sie mal irgendwo hin dürfen, dann machen wir die gleiche Scheiße hier bei uns. Ja, Das und ist dann eigentlich fühlen sie wirklich sich ein daheim guter genauso Punkt. auf. Und man muss ja auch sagen, Surfer gehören zu einem sozialen, hohen sozialen gesellschaftlichen Standard in Deutschland. Und das in vielen Ländern. Also jetzt in der USA weniger, gibt es auch die klassischen Rebellen, die nur am Strand leben. Aber sagen wir es mal so, der deutsche Surfer an sich ist hochgebildet, hat ein Schweinegeld auf dem Ja, Konto und kann genug reisen und genug Geld in seinem Hobby ausgeben. Und dann meine ich, wenn man diesen Bildungsstand und diesen sozialen Stand hat, dass man doch auch ein bisschen Mensch bleiben, glaube ich, ist da die richtige Aussage, weil das war lächerlich. Genau. das vergisst man dann schnell, wenn man so in seinem Steckenpferd drin ist, dass man so als Ideologie für sich Genau, vereinnahmt, ne? ganz genau so. Das ist ein guter Punkt, ja. Ne? Interessant finde ich auch, wie die sowieso Transgender-Geschichten im Profisport dann irgendwo gesehen würden. Auch gerade in der Surfwelt ist das ja auch immer mal jetzt gerne thematisiert worden, ne? Ganz Dass genau. so Frauen, die dann irgendwo oder Männer, die sich entsprechend verändern wollen, sage ich mal, dann nicht gern gesehen sind. Zum Beispiel Bethany Hamilton hat da schon sich einige Male zu geäußert, dass sie da Angst hat, dass dann auf einmal körperlich bevorteiligte Frauen, sage ich mal, mitsurfen. Ne? Ist irgendwie auch eine interessante Geschichte, was da weiterhin entstehen wird. Ganz genau, also es ist interessant. Ich weiß nicht, willst du da eine Haltung dazu? Also es ist halt abstrus, in welche Detaildiskussionen sich die menschliche Gesellschaft mittlerweile verwandelt, weil das ist das Problem von solchen Diskussionen ist, es spaltet prinzipiell immer mehr, anstatt Konsens zu finden, in Dialog zu gehen, Problembewusstsein aufzuzeigen, Achtsamkeit für bestimmte Themen. Solche Themen sind derzeit, werden einfach nur laut diskutiert, es wird gestritten, es geht um richtig und falsch. Und genau das ist also was es eigentlich bezweckt, ist Spaltung und nicht quasi Konsens und versuchen, Dinge auf eine neue Ebene zu heben und lösungsorientierte Ansätze zu entwickeln. Genau, sondern es wird lieber schnell geschrieben. Das ist schade. Ja, ist das, was wir überall gesellschaftlich brauchen, eigentlich mehr miteinander, mehr teilen und weniger auf sich selber gucken und auf seine eigenen Vorteile, sondern das Genau. Gesamtbild irgendwo lieber anpeilen, ne? Und das Genau. Gesamtziel oder sowas in der Genau, und Art. man kann halt auch nicht immer gefühlt zu allem verletzt sein und glauben, dass man durch die Welt spazieren kann und es wird mal jemanden geben, der vielleicht nicht der gleichen oder einer anderen Meinung ist. Allein mal mit dieser Grundhaltung zu arbeiten, hat sich halt derzeit im gesellschaftlichen Konsens so ein bisschen verabschiedet oder auch im Spitzensportkonsens. Genau. Ja. Ich will das jetzt nicht bewerten, ob das gut oder schlecht ist, sondern es wäre eher so die Beobachtung, die ich für mich derzeit mache, auf professioneller Ebene sozusagen. Okay. Werbung. Ja, Anna und Lena von den Coldwater Sirens hatten in meiner Folge zum Thema Sexismus im Line-Up schon mal eine schöne Aussage über Kaltwassersurfen getroffen in der Hinsicht. Die volle Montur mit Hoodie und fetten Neo und allem schafft einfach auch optische Genderneutralität und es fällt dann kaum auf, wer da eigentlich im Wasser ist. Fand ich ein spannendes Thema. Neben leeren Line-Ups und weiteren Pluspunkten wirklich eine schöne Sache am Kaltwassersurfen. Ja, aber bevor man sich in seine fette Surfkluft begeben hat, geht man ja vielleicht erstmal zum Wellencheck an den Strand oder halt auch nach dem Surfen braucht man ein bisschen was Warmes zum Anziehen, damit man warm bleibt.
Und zu dem Zweck möchte ich dir heute mal wieder die Marke Kaltwasser empfehlen. Kaltwasser produziert authentische Surferinnenkleidung in bester Qualität und das heißt in diesem Fall vor allem warm, schick und nachhaltig. Kaltwasser ist die Pioniermarke in puncto plastikfreie Sportmode. Die verwenden wirklich nur Naturfasern aus nachhaltigen Quellen und nachhaltiger Produktion. Checkt doch gern einmal meine Shownotes. Da findet ihr nämlich den Link und einen Rabattcode zu Kaltwasser. Mehr Infos findet ihr außerdem in zwei Episoden, die ich bereits mit dem Gründer Daniel aufgenommen habe. Auch die sind in den Shownotes verlinkt. Außerdem möchte ich natürlich wieder ein dickes Danke an den lieben Markus von Freaks of Fashion loswerden. Der hat in den letzten Wochen wirklich fleißig für mich gezeichnet. Und da sind wieder einige Titelbilder zustande gekommen. Checkt auch bei ihm mal die Webseite und den Instagram-Account. Freaks of Fashion findet ihr in den Shownotes. Auch die Episode mit ihm ist dort verlinkt. Werbung Ende. Ja, du bist schon sehr lange im professionellen Sportcoaching unterwegs und auch in unterschiedlichen Sportarten. Wenn ich dich da so frage, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr würdest du jetzt so, sagen wir mal für dich selber, den Beruf Profisportler und vielleicht insbesondere Sportlerin als Traumjob sehen? Ich für mich? Ja. Sagen wir es mal so, ich sehe es als Traumjob, wenn man eine gute Anleitung hat, gutes Guidance, gutes Coaching und dann weiß man dann aber immer noch im Aufbau, dass die Wahrscheinlichkeit gegen Null geht, dass man es schafft. Mhm. Das muss man sich einfach realistisch vor Augen halten. Also letztendlich ist Spitzensport und Leistungssport fängt dort an, wo Gesundheit aufhört. Alles, was mit Leistung und Spitzensport ist, steht Leistung an der Eingangstür. Das heißt, das kann per Definition kein Traumjob sein. Man kann dankbar für den Job haben. Ich sag's mal so, die Schlagzahl und die Belastungsfaktoren, psychisch, physisch, emotional, bewertend von der Struktur, man muss schon viel aushalten können. Deswegen ist das definitiv einer der härtesten Jobs, glaube ich, die man machen kann. Mhm, ja. Und das sollte man sich ganz klar vor Augen halten, auch Profisurfen. Das wird von unserer Gesellschaft und von unserem breiten Sportblickwinkel sehr oft verzerrt und auch die dürfen immer das Tolle machen und so. Nee, quasi, die haben prinzipiell eine 80-Stunden-Woche. Man sollte sich selber gut fragen, wer kann eine 80-Stunden-Woche aushalten bei uns? Und das sind auch nicht viele. Und das ist eine Tatsache, egal, und das fängt an von Yoga bis Stabi, bis Krafttraining, bis Sponsoring-Arbeit, bis Medienarbeit, Trainingsplanung, Trainingsstrukturierung, duale Karriere, Zukunftsängste, Sicherheit, wie geht es weiter, jeden Tag bewertet zu werden, bin ich noch gut genug, bin ich nicht, jedes Jahr wieder auf einer Waagschale zu liegen, ständig einer außerlichen Bewertung ausgesetzt zu werden, das macht was mit einem Menschen und deswegen meine ich, man sollte dieses Wort Traumberuf aufpassen, weil, sagen wir es mal so, wenn es gerade läuft, ist es gut, lass einen Kreuzbandriss dazwischen kommen oder eine Lendenwirbelsäule kaputt oder plötzlich man hat 2 Jahre nur verloren auf der Challenger Series, hat 180.000 in die Wand gesetzt in dem Sinn und ist vielleicht Ende 20 oder Anfang 30, ist bankrott, hat nie eine duale Karriere gehabt und war mal vor 10 Jahren Role Model. Wie geht's so einem Menschen? Deswegen meine ich das mit dem Traumberuf auch im Spitzensport. Ich sag mal so, umso mehr Geld und umso mehr Fame, umso extremer die Flughöhe. Und das ist was eben, man sollte immer, das ist wie im Zauberlehrling, die Geister, die man rief, man sollte sich gut überlegen, ob man sich das als Traumjob definiert. Ja, gerade auch, ich denke beim Surfen ist es auch ein großer Punkt mit der Challenger Series und allem, dass man überhaupt es sehr, sehr, sehr schwer hat, da oben reinzukommen. Ich habe von dir auch schon mal gehört, hattest ja mit dem Till vom Cookhausen Podcast schon mal gesprochen, hattest da auch über diese Geschichten gesprochen, dass man quasi da immer davon redet eigentlich, dass man kaum eine Chance hat, oben reinzukommen und sehr viel Geld investieren muss, um mitzumachen. Ja, das sind allein halt solche Sachen, die machen was mit einem Menschen. Und wenn man eben kaum Sicherheit hat und viel unterwegs, kaum Wurzeln, nur durch die Welt fliegt, das kann from zero to hero in einem Jahr gehen und from hero to zero in einem Jahr. Und zwischendrin arbeitest du noch
noch wirklich ein Up. Die ASP-Zeiten sind vorbei. Also ich habe ja noch ASP-Zeiten auch gecoacht. Da wurde noch viel mehr gefeiert. Da war alles mehr laissez-faire. Das Ding ist nur, seitdem es olympisch ist, keine Nation schlaft, kein Surfer schlaft mehr. Jeder weiß, was es heißt, Athlet zu sein, eine Athletenidentität zu entwickeln. Da floatet keiner mehr rum und die anderen schlafen nicht. Und wie gesagt, wenn du den Job nicht machst, macht's einfach eine andere. Du bist austauschbar. Austauschbarer, als du dir jemals vorstellen kannst. Und wieder zurück eben, genau, man sollte sich gut überlegen, ob das ein Traumjob ist. Weil wenn es mal von Autotele Spaß haben, ich gehe einfach surfen und es ist so toll und ich habe so viel Spaß, zu ich muss, das verändert sich ganz schnell. Ne? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Da ist, wenn man ist irgendwo, ich glaube, bei Profisport, wer sich da nicht mit beschäftigt, irgendwo, der denkt da immer noch an die Zeiten, wo halt die ganze Nacht gefeiert, dann wurde schnell mal so ein Contest gesurft und dann ging es wieder zur Feier. Ne? Genau. Ganz genau. Man hat halt auch mal schnell einfach nur, wenn man ein paar Runden gemacht, auch noch genug Preisgelder damals bekommen. Es ist alles vorbei. Der Druck ist viel höher. Mhm. Würdest du sagen, dass sich Surfen auch so ein bisschen Richtung Rich-Kid-Sport noch mehr entwickelt, auch im Profibereich? 100%. 100%. 100%. Ohne Geld machst du da gar nichts. Mhm. Ist wie beim Formel 1 also, das hat sich nicht ungefähr. Ganz genau. Ganz genau. Also wenn man eben nicht genügend Taschengeld hat oder bekommen kann und sagen wir unabhängig vom Erfolg eine Finanzspritze oder eben sowas wie eben Bundeskader, also ohne Olympische Spiele und Bundeskader und Sportlerhilfe, zum Beispiel jetzt im deutschen System als Beispiel, geht gar nichts. Also du musst, genau, Geld bringt dich auf die Challengers, Geld bringt dich auf die CT. Also quasi die Wahrscheinlichkeit, ohne das Geld zu machen, liegt sehr, 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 sehr gering. Ja. Genau. Da muss man schon das One-of-One-Million-Talent sein und jeden Event auch gewinnen, dass es mit den Preisgeldern reicht. Aber genau, also es ist auf jeden Fall, Geld schießt Tore und Geld bringt dich auf die CT, nichts anderes. Betrifft das global oder ist das in anderen Ländern, also so Brasilien, da kennt man das immer noch so, dass man sich als Sportler irgendwo aus den Favelas rausarbeitet und da. Genau, das ist vielleicht diese Fairy Tale von Adriano de Sousa und Co. Genau, aber man muss auch denken, in Brasilien, die Athleten, die wir gerade sehen und die uns Europäer oder in unserer Kultur gezeigt werden, das ist schon die Essenz von diesem ganzen harten Pool in Brasilien. Ja. Die sind alle so hungrig, also kommen wir zu dem Thema Hunger und diesen Rage to perform und diesen absoluten Willen, kommen wir wieder zur Mentalität. Die Mentalität ist da so ganz anders. Und wenn du merkst, dass du es machen kannst und auch im lokalen Circuit und plötzlich im nationalen Circuit und die Reibung aushalten kannst, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch. Also da ist so ein Druck in diesem Talentpool und so viel in diesem Talentpool, dass wir gerade eh nur die Essenz, die absolute Essenz aus dem härtesten Talentpool der Welt, so wie Australien, sehen. Mhm. Ja. Das heißt, was wir nur immer sehen, ist diese Spitze des Eisberges und die extreme Masse, die auf dem ganzen Weg auch near Elite Level. Wir kennen immer nur die ersten drei. Ja. Ranking von 5 bis 35 kennt niemand und die gehören auch fast schon zur Weltspitze. Also da muss man sich sehen, diese Spreu von Near Elite zu Elite Level ist da nochmal so eng und wir sehen nur die Essenz und das vergessen ganz viele Menschen. Wahnsinn, wir wissen gar nicht die Geschichten, die auf diesem Weg liegen bleiben. Um das jetzt am Beispiel Brasilien. Ja. Das heißt, da gab es sicher auch schon nochmal viel, viel mehr Favela-Surfer, als jetzt vielleicht nicht nur Adriano de Sousa oder die kein Surfbrett hatten, aber die dann schon so und so kleine Events gewonnen haben, dass dann immer jemand quasi wie so ein Mentorensystem, dann kommt eben der Nächste, der hilft, hier hast du mal ein bisschen Geld für den nächsten Contest, du willst zu Nationals fahren. Weißt du, also du musst dir denken, da ist dann wieder so ein Vereinssystem, ein implizites Vereinssystem wie bei uns, wo plötzlich wieder die Kultur und die Community an sich das fördert. Die ganzen Neuseeland-Kids, die ganzen Australian-Kids, die nicht viel Geld haben, da ist aber die Community da und macht Crowdfunding, weil das so etabliert ist, wie wenn du bei uns quasi beim Pfadfinderverein oder bei der Freiwilligen Feuerwehr halt auch mal irgendeine Spende machst oder eine Trikotspende oder für einen Fußballverein auf dem Dorf. So ist quasi die Kultur eine ganz andere etablierte Kultur als unsere künstliche Kultur in Portugal. Portugal, wie in Europa, wie Portugal oder Frankreich. Mhm. Ja.
Und in der USA, San Clemente, die haben alle Geld quasi. Alle, die wir von der USA dingen, die haben alle Geld. Es ging noch vielleicht Kelly Slater und so früher, die haben noch die Beach Bums, aber da gab es dann die Firmen, die die aufgenommen hat. So ist es in Brasilien das System eher. Wenn du schon ein bisschen was im Local Circuit machst, kommt immer irgendein Hörer, der sagt, komm hier, wir wollen dich sehen oder machen Crowdfunding oder alle legen zusammen, dass der zurück zu den National surfen kann. Also überhaupt die Kultur ist da ganz anders. Das kann man gar nicht vergleichen mit unserer europäischen Kultur, geschweige denn mit der australischen oder der amerikanischen. In Australien kann man auch noch ohne Geld was erreichen, weil das ganze Kultur, das ganze Leben findet am Strand statt. Du hast überall Ja, Boardriders, okay. du kannst mit einem Brett, mit einem Apfel und einem Ei, die Mama lässt dich da morgens raus, gehst du surfen. Das ist ja in Europa gar nicht möglich und in der USA schon dreimal nicht. Also das ist so, das ist so die Beobachtung, die viele ganz vergessen, wie das unterschiedlich die Gesellschaft auch mit dem Sport zusammenhängt. Da bestehen dann schon globale Unterschiede. Das kann ich mir vorstellen, Absolut. ja. Wie beurteilst du das denn so auf den deutschen Raum, sage ich mal, oder den mitteleuropäischen Raum? So gerade Stichwort Wavepools, Surfparks, die jetzt viele angekündigt sind. Ich habe heute Nachmittag, habe ich, also die Folge wird dann vor deiner wahrscheinlich rauskommen, aber heute Nachmittag habe ich ein Gespräch mit der Gegeninitiative in Krefeld, die diesen Wavepool verhindern wollen, aus vielen Gründen, was auch so viel so Rich-Kid-Sport und dann halt Ja, genau. Klimakiller und alles Mögliche, was damit reinkommt. Wie Ganz beurteilst du das genau. generell, diese Ja. Entwicklung? Also generell beurteile ich die Entwicklung so, wie früher man gesagt hat, und zwar das war, als das Auto erfunden worden ist und auch eben Kutscher und Pferde eigentlich noch die Haupttransportmittel war, wurde auch gesagt, das Auto, ich glaube, das Auto ist nur eine vorübergehende Erscheinung. So, das heißt, die Dinge werden automatisch so kommen, wie sie sind. Also, ob das jetzt mehr Wavepools und ich verstehe, dass es immer eine Gegenstimme auch geben muss und das ist auch wichtig. Ja, und in dem Sinn sehe ich das so, man muss die Zukunft mitgestalten. Man kann sie nicht aufhalten. Und deswegen ist da eine wichtige Mitgestaltung und dafür braucht es halt aber auch Akteure vor Ort, die eben versuchen, niederschwellige Angebote auch mit diesen Dingen zu schaffen. Weil natürlich ist es so, dass es sich nur die reichen Kinder leisten können, da regelmäßig hinzugehen, sich noch ein Coaching. Das Kernproblem, was ich an dem ganzen Thema sehe, und das ist auch in der deutschen Gesellschaft, keiner will mehr vereinsmäßig was ehrenamtlich machen. Ja, Jeder will nur alles skalieren und quantifizieren. So, jeder ist sich selbst am nächsten, wenn es um seine Rechte und seine Bedürfnisse geht, was für die Gesellschaft, für andere oder Mitverantwortung für andere zu übernehmen, sehe ich derzeit in Deutschland eher kritisch und bei der jungen Generation und Elterngeneration. Deswegen frage ich halt da immer zuerst so, wofür ist es denn? Und wer fühlt sich denn jetzt da gleichberechtigt oder nicht gleichberechtigt? Wie viele Kinder kriegen in manchen Bereichen nicht einmal einen Spielplatz hingestellt? Ja, absolut, ja, das Das ist. heißt, deswegen, es geht nicht immer, hallo, worum geht es? Ich bin dagegen, weil ich Klimaaktivist bin, weil ich das bin, weil ich das bin. Jeder hat da so Narrative, die einfach, das bin ich und ich bin das und da bin ich dagegen, sondern eher die zu fragen, wie können wir das mitgestalten, wie können wir an den Tisch gehen. Und dann gehören beide Seiten dazu, auch die, die sehr viel Geld und die ganzen Investoren sind, dass man genau überlegt, okay, wie kann man hier ein gesellschaftliches Diversitätsmodell auch entwickeln und dass auch Menschen mit nicht so vielen Möglichkeiten und Zugang eben da auch versuchen, so gut wie es geht, einen niederschwelligen Zugang zu schaffen durch EVs, durch Fördervereine, durch Projekte und dass da halt auch Athleten und auch große Firmen Schirmherrschaften übernehmen. Aber auch das ist ja in unserer Gesellschaft auch immer weniger, dass große Firmen und große Konzerne natürlich auch ihre Stiftungen auch nur machen, weil es toll zum Absetzen ist. Aber wirklich aktiv was verändern und anschieben zu wollen, und wirklich das auch zu meinen und da lang und langfristig da auch mit zu investieren, wird auch weniger oder das Bewusstsein oder das Bewusstsein dafür weniger, würde ich sagen. Das ist jetzt was ich gefühlt beobachte. Deswegen, ich Ja, kann jetzt nicht sagen, ich bin jetzt für das. Klimaschutz oder ich bin das. Ich bin nur dafür, die Zukunft mitzugestalten und zu schauen, wie man kulturelle Angebote schafft. Ja, das ist auch ein sehr großes weiteres Thema, ne, was allgemein gesellschaftlich eigentlich passieren müsste, damit die Leute wieder mehr Ehrenamt übernehmen und sich mehr engagieren, die Zeit dafür haben, ihr Ehrenamt zu übernehmen und
auch das Geld zu haben, um die Zeit sich zu nehmen, ein Ehrenamt zu machen und all sowas, ne? Das ist ein sehr weites Feld. Und wenn sowas gelingt. Also da kann man weit gehen, ja. Ja. Wenn sowas halt gelingt, gibt es ja schöne Beispiele, ne? Im Surfsport auch hier so in Langenfeld ist ja hier die Wellenbezwingen, ne? Oder in Berlin die Wir machen Welle und solche Vereine, die dann wirklich da sehr viel bewegen, mit Flüchtlingen arbeiten und alles. Und ich denke auch unter solchen Gesichtspunkten sind dann solche Anlagen vielleicht auch ganz anders zu bewerten als ja, den kommerziellen. Absolut. Und wenn man sich's mal anschaut, vor allem was wir Deutschen so anstellen, wie wir vor allem unseren Surftourismus, was wir da alles machen und wie wir Deutschen Portugal während dem Covid, und ich sage jetzt wirklich so, zugeschissen haben bis oben hin und auch da kein Problembewusstsein sein. Also deswegen meine ich so dieses, man sich selber mal selber anschauen, wie man was mitgestalten kann. Und deswegen sollte man erstmal bei sich anfangen und sich fragen, wie kann ich es mitgestalten, anstatt sofort, hallo, worum geht's, ich bin dagegen. Ne? Ja, genau, da sollte man eigentlich müsste in jedem meiner Podcast-Gespräche dieses Thema einmal hochkommen, um das zu sensibilisieren, weil ich glaube, die Surf-Szene selber, ne, jeder Surfer, jeder Surferin claimt für sich auch immer so dieses Environmentalist und das ganze Kram, aber wenn man dann mal wirklich sich richtig reflektiert, was man alles so tut im Laufe seiner Surferinnen-Karriere, naja. Ganz genau, ganz genau. Trotzdem ist so gerade im Punkto Gleichberechtigung Männlein, Weiblein ist ja gesellschaftlich passiert ja viel und auch im Surfsport gibt es ja Annäherungen. Selbst die WSL hat ja mittlerweile mal, dass sie die Bezüge oder die Preisgelder und ähnliches angeglichen haben. Was würdest du denn sagen, sind so in den letzten 10 Jahren da Sachen, die wirklich gut nach vorne gegangen sind? Also prinzipiell halte ich nicht viel von der WSL, muss man dazu sagen, einfach weil es halt auch nur eine Lizenzliga ist, die einen Haufen Geld machen will und natürlich dort auch die AthletInnen im Allgemeinen sozusagen im Machtgefälle liegen. Deswegen ist auch sehr viel natürlich Marketingprinzip. Die WSL ist von der USA. Das Grundprinzip ist dort, wir vermarkten alles, was vermarktbar ist. Das heißt aber nicht, dass wir es auch drin haben. Deswegen, man muss sich auch anschauen, auch dadurch, dass die zwar Equal Pay gemacht haben, was auf den ersten Blick gut ausschaut, sind trotzdem die ganzen Preisgelder über die Jahre quasi immer weniger geworden. Es ist immer schwieriger für die auch die Sponsoren zu finden dafür. Was natürlich damit ist, wenn alle trotzdem nur gerade am Hungerstod nagen und das ist wurscht, ob Männlein, Weiblein oder eine dritte alternative Liga quasi für queere Menschen oder für binäre Menschen quasi, je nachdem, dann ist niemandem wieder geholfen. Also das ist auch dann wieder so ein Greenwashing von Dingen, die einfach dann aber nicht umgesetzt werden. Deswegen prinzipiell geht es darum, dass hier viel mehr Preisgelder raus müssen. Die WSL hat aber auch noch nicht wirklich Statuten über mentale Gesundheit. Also alles, was die ISA und der IOC vorgibt, was quasi die anderen Verbände sind. Mhm. Und das sind quasi die, die in den größeren Gremien sitzen. Die Qualitätsstandards sind extrem schlecht bei der WSL. Überhaupt über die Beauftragten, die Leute, die befragt werden. Quasi, es gibt zwar auch einen Athletenbeirat etc., aber es ist natürlich auch nur wieder die oberen drei, dürfen da groß mitbestimmen. Also es ist halt einfach, die WSL ist eine Firmenliga. Und deswegen muss man sich bewusst sein, dass alles, es ist besser geworden und es geht auf den richtigen Weg, aber trotzdem ist es so, dass diese Liga eigentlich komplett bankrott ist, nur noch subventioniert ist. Wenn dort der Investor aussteigt, kann sich diese Liga nicht selber nachhaltig quasi halten. Athletengesundheit, mentale Gesundheit geht gegen null. Deswegen muss ich jetzt aus meinem professionellen Blickwinkel sagen, das ist einfach nur eine Profiliga, die ihre Sachen machen kann, aber das kann von heute auf morgen auch wieder vorbei sein. Und wer diese Zeit nicht erlebt hat mit ASP, dann den Wechsel zur WSL, die bisschen Insights mit CEO und wer zu welcher Holding gehört, wo die Investorengruppe mit drin ist und so. Das Thema ist ziemlich vielschichtig und komplex und hat auch sehr viel mit Sport, Juristerei, Sportpolitik zu tun. Deswegen, ich kann nur von mir sprechen, ich arbeite am meisten für den internationalen Verband, der im IOC untergliedert ist, das ist die ISA und die versuchen wirklich aktiv und wirklich real die Dinge nach vorne zu bringen und nicht es zu vermarkten dahinter, sondern die einfach die Statuten durchsetzen müssen, sozusagen. Ich sage jetzt nicht, dass da auch alles perfekt läuft, dennoch einfach, um mal
Viele Menschen wissen nicht mal den Unterschied zur WSL und dem ISA und was sind quasi die Dachverbände überhaupt in ihre Aufträge und wer ist überhaupt eingegliedert im IOC und spricht am meisten mit dem IOC jetzt im Thema Olympische Spiele. Also wenn man sich da ein bisschen berufspolitischer und juristischer ein bisschen auskennt, merkt man, dass das viel, viel, viel schichtiger ist. Genau. Deswegen ist es auch nicht so eine ganz einfache Frage zu beantworten. Okay, ja. Macht das Sinn? Ja, doch, das verstehe ich. Also ich glaube, wahrscheinlich haben die allermeisten auch schon mal irgendwo in anderen Podcast-Gesprächen irgendwo davon gehört, was die WSL alles so für interessante Dinge in ihrer Historie jetzt schon hingelegt hat. Also brauchen wir jetzt gar nicht viel weiter drauf eingehen, aber da ist okay, schon eine Menge Scheiße passiert, glaube ich. Ne? Und ja, halb bankrott habe ich jetzt auch schon öfter gehört, so ungefähr, dass auch nichts funktioniert von dem, was die so richtig planen irgendwo. Bei der ISA würdest du sagen, ist es deutlich besser. Wie würdest du denn beurteilen? Ich sag mal, wenn wir mal wieder auf Fußball zurückkommen, die UEFA, die FIFA und der DFB gelten dann auch nicht gerade als die unkorruptesten Institutionen der Welt. Ne? Ganz genau, ganz genau, ganz genau. Das Ding ist ja auch so, und das ist der Unterschied, also genau, das ist schon mal ganz gut, weil viele Surfer wissen nicht immer den Unterschied zwischen DFB und DFL zum Beispiel. Was ist die Lizenzliga, was ist der Verein, Verband, Schrägstrich, oder auch was ist der Dachverband, und wenn man das jetzt mal als Verhältnis rannimmt. Genau, also sagen wir so, grün sind die alle nicht. Ich sage jetzt nicht so, aber zum Beispiel in der Arbeit um zum Beispiel mentale Gesundheit, Concussion, also quasi Gehirnerschütterungsprotokolle, quasi Gender Equality in Integration von allen Menschen, quasi im Spitzensport, wie im Amateursport, die Ausbildung, auch im Adaptive-Bereich, im Stand-Up-Paddle-Bereich, also auch quasi Ausbildung, Förderung, weiterer Ausbau, Qualitätssicherung, all das, für was die ISA steht und wo sie aktiv umsetzt und arbeitet und Lobbyismusarbeit natürlich auch macht und Proaktivismus. Und das natürlich auch fast unentgeltlich in ganz vielen Bereichen. Mhm. Quasi ist es, wie gesagt, das ist sozusagen der Dachverband, also der Amateurdachverband und nicht quasi die Lizenzliga wie die WSL. Mhm. Also da sind auch ganz viele Menschen mit Herzblut, die schon ganz viel extra Meile gegangen sind. Natürlich auch viele haben auch ihre eigenen Interessen, kann man jetzt im Fernando auch etc. sagen, aber dennoch ist es so, dass es olympisch ist. Dennoch ist es so, dass es über die ISA klare Qualitätssicherung gibt. Über die ISA kriegt man klare Kontakte auch für Ärzte, Juristen oder irgendwas, wenn man als Nationalteam was braucht. Man bekommt eine schnelle Hilfe und das ist genau der Unterschied, was die WSL nicht hat. Selbst da muss man sich ja noch krankenversichern und dann noch bestimmte Krankenversicherungsformate, um sich abzusichern. Also quasi, ich sehe nicht, dass jetzt die WSL Verantwortung für den Surfsport generell übernimmt, sondern da geht es darum, Gelder zu generieren und Lizenzen zu vermarkten, wo die ISA eben schon auch sehr in allen Bereichen versucht, diesen Sport und die Kultur in allen Bereichen, ob Spitzensport, Adaptive Surfing, Breitensport, Judging-Ausbildung, Surflehrer-Ausbildung, wirklich da ein Qualitätsmanagement weltweit zu generieren. Und das ist der ganz große Unterschied. Mhm. Jawohl, ja. Mhm. Ja, gerade aus WSL-Kreisen hört man jetzt ja auch immer schon mal so Themen Richtung, die so Richtung Depressionen und ähnliches verlauten lassen. Ne? Der Griffin Colapinto hatte letztens gerade, habe ich in meiner vorletzten Folge gerade kurz erwähnt, so ein bisschen über die mentale Gesundheit geredet, dass es irgendwie nicht funktioniert, wie man so ein Profisportlerleben irgendwo im Moment absolviert. Mhm. Und ja, so ein bisschen Richtung Yoga dabei geht, um sich ja irgendwie wieder halbwegs klarzukommen. Da gibt's also von so einer kommerziellen Liga gibt's da auch nicht viel Unterstützung und nicht viel Monitoring. Nee, gar nicht. Das wird dann überhaupt auf Apple TV noch vermarktet im Make or Break als quasi Philipp Toledo, glaube ich. Der hat ein Jahr ganz schwere Probleme mit seiner mentalen Gesundheit gehabt. Noch viele mehr, worüber ich natürlich jetzt unter Schweigepflicht nicht sprechen kann, was jetzt nicht medial aufbearbeitet wird, was alles auf CT und Challenger Series passiert. Dennoch muss ich eben ganz klar sagen, dass genau, also das wird eher dann vermarktet, anstatt konkrete Hilfe oder Experten oder auch eine medizinische Kommission mit den richtigen Leuten dann weitergeleitet. Das ist jetzt das, was ich sehe und auch nicht proaktiv dafür wirbt, sondern wie gesagt, wenn überhaupt, wird es vermarktet, aber nicht proaktiv Hilfe gestellt und natürlich auch kein Ligabetrieb so gewährleistet, dass quasi auf die mentale Gesundheit der Athleten geachtet wird. Mhm. Ja.
Gut, man kann also eigentlich abschließend zu dem Themenkomplex, man könnte dann noch stundenlang drüber reden, abschließend absolut, könnte man sagen, es ist noch sehr viel im Argen, ne? Gerade auch im Profi-Surf-Bereich und wahrscheinlich auch allgemein. Aber ja, ich denke, wir haben es ganz gut angerissen erstmal soweit. Absolut. Und ich glaube, das sollte man sehen. Das ist jetzt nur weil man so viel von Negativität oder von negativen Aspekten oder die man selber bewertet als negativ sehr viel spricht, heißt nicht, dass auch ganz viel Gutes ist und was ganz viel nach vorne gebracht worden ist. Mhm. Die Generation von Lisa Anderson, so, die haben alle nicht diesen, auch für die Frauen, die Equality, die Wertschätzung, haben die alle nicht bekommen. Also da ist so viel auch passiert und wurde so viel Achtsamkeit eingeführt und da wurde so, das ist so viel besser ohne. Ohne die WSL gibt es keine Carissa Moore. Ich meine, Surfen ist jetzt auch erst seit ein paar Jahren olympisch. Also man muss auch ganz klar sagen, bevor es olympisch geworden ist, hat die ISA da auch nicht viel machen können. Mhm. Und davor hat die WSL da sehr viel nach vorne angeprescht. Also das muss man auch zugute halten. Mhm. Und wenn man die Kontraste zieht und die Unterschiedsvergleiche, ist da auch ganz, 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 ganz viel Positives rauszuziehen. Dennoch eben jetzt die jetzige Entwicklung sehe ich ein bisschen kritischer und wo es sich hinbewegt, als jetzt die Entwicklung 2009 bis 2014, wo auch dann ASP-Übergang zu WSL war. Hm. Genau. Gut, letztendlich fangen so eine Entwicklung alle in der Gesamtgesellschaft an und der Sport ist ein Abbild davon, ne, und so einträgt sich ja alles gegenseitig. Vielleicht kommen wir noch zum Abschluss ganz kurz so ein bisschen zu, ich sag mal so zum privaten Martin. du bist in ganz vielen Sportarten als Mentalcoach aktiv, verstärkt auch im Profisurfen. Wenn man so viel Sportler auf dem Weg begleitet, im besten Fall ja nach ganz oben und das betreut und dann wahrscheinlich viel Cooles miterlebt, aber auch sehr viel Mist erlebt, behält man sich so ein Hobby wie Surfen für sich ungetrübt bei? Bist du noch der gleiche Nein. Surfer wie früher? Nein. Nee, man hält das Hobby nicht so bei. Man wird gelassener mit allem, man hat. Also über all die Jahre kann ich sehr gut warten, wann ich ins Wasser komme. Mein Surfen hat sich in dem Sinn krass verändert, dass ich eigentlich nur noch schöne Wellen surfen möchte und nur noch was für mich. Meistens Twin Fins, Midlength Single Fins, alles was, Highlines und Calves. Ja. Macht sehr viel Big Wave, also viel, viel mehr, wenn ich Zeit habe, viel mehr Big Wave, weil ich recht groß bin und sehr schwer. Okay. Dementsprechend quasi, genau, weil ich auch lange in Nazaré und in anderen Spots, wo es größere Wellen gibt, habe ich sehr viel so die Liebe für mich für größere Wellen entdeckt. Aber sagen wir es so, ich habe nie so wenig gesurft wie die letzten 7 Jahre, muss ich sagen. Mhm. Noch nie so wenig. Das war früher viel mehr im Studium auch oder als Rettungsassistent noch. Es verändert sich. Also manche Sachen gibt man sich nicht mehr, manche Orte, manche Menschen muss man sich nicht mehr so geben. Man surft unterschiedlich, mal so, aber sagen wir, es ist nicht mehr Lebensinhalt. Ja. Das ist es. Also quasi man baut seine Identität nicht über Surfen auf und am Sommer muss ich dahin und wann gehe ich zum nächsten Trip, was vielleicht die Anfang 20er oder in meinen Teenage-Jahren waren, mit 18, 19, 20 wollte ich nur weg. Das verändert sich, man wird ruhiger mit allem, man wird unaufgeregter mit allem und genießt viel, viel mehr. So hat sich's wirklich verändert, ja. Gut, würde ich von mir auch, ohne dass ich in dem Bereich professionell tätig bin, auf jeden Fall auch ein gutes Stück behaupten. Was würdest du sagen, bedeutet dir Surfen heutzutage? Mir bedeutet es immer noch alles. Es gibt kein schöneres Gefühl, wenn dich dein Peak hochzieht und du merkst, du siehst die Line, wie sie aufgeht, du weißt ganz genau, was die Welle gleich macht. Also es ist alles, es ist das schönste Gefühl überhaupt. Ich kann wie ein Welpe, kann man den ganzen Tag im Wasser sitzen und nur rumspielen. Also deswegen sage ich, vielleicht ist jetzt mittlerweile deswegen auch so mein Leitspruch oft, work smart, play always. Also versuch so gut wie es geht smart zu arbeiten und dann geh spielen, so viel es geht. Und das ist Surfen für mich. Ich gehe so viel spielen, wie es nur geht. Und wenn ich es nicht kann, dann gehe ich hier halt skaten. Genau, ja. Wenn ich mal in Deutschland bin. Das ist dann auch wieder die mentale Gesundheit, die darunter auf jeden ganz Fall. Ganz genau, das ist der Ausgleich. Genau. Aber ich muss auf jeden Fall nicht mehr Reverse trainieren oder Finbass oder heftige Turns. Und genau, ich weiß, was ich kann, weiß, wo ich gut bin und dann genieße ich das lieber, anstatt da noch groß leistungsambitioniert zu denken. Kannst du dich tatsächlich noch an deine erste Welle erinnern?
Ja, kann ich mich sogar noch. Meine allererste Welle, ich glaube, da war ich 15, in der Bretagne war das. Cool. 14 oder 15. Genau, ist auch schon mehr als 20 Jahre her. Klar, ich weiß heute noch. Und ich weiß noch, dass sogar der erste Takeoff super funktioniert hat, weil ich früher viel auch Bodysurfen als Kind war und so. Und dann, ja, kann ich mich noch erinnern. Und da habe ich dann immer gesehen, wie der aufsteht, und habe ich es einfach nachgemacht. Und habe dann, ich glaube, zuerst auf dem Bodyboard und dann halt irgendwann auf dem Foamy. Und genau, habe ich noch sehr präsent. Ich glaube, das war Concale. Concale im Norden von der Bretagne. Beach Break. Ich glaube, ich sehe es heute noch vor mir, 15 Jahre. Ja. Noch im elterlichen Urlaub dann quasi so ungefähr. Ganz genau. Ja, Klassiker halt früher, genau. richtig gut, Elterlicher ja. Urlaub und halt viel am Meer immer gewesen. Ich glaube, so wie es vielen Deutschen geht, die surfen oder einen Zugang zum Surfen hatten. Genau. Schön. Ja. Noch eine kurze Frage zu, du sagtest Big Wave Surfen. Warst du in Nassaree dann auch mit Sebastian Schneutner und hier dem Freddy Hollander hatte ich bei mir im Podcast zu Besuch unterwegs. Ja. Kennt man sich da? Das war 2000, wann war das? 2017, 18, genau, war unter anderem, habe ich auch mal ein paar Aufträge vom Herrn Steudner gehabt, genau. Genau, kann man, glaube ich, auch noch auf irgendeinem ZDF-Ding mal sehen. Da war ich auch mit dem Medical Team. Naja. Genau. Ging es eher mehr um Medical und Rescue Stuff. Genau, ansonsten auch mit anderen Big Wave Surfern in Nazaré gearbeitet, ob mit verschiedenen Aufträgen. Es ist natürlich auch immer bisschen Confidentiality, dadurch, dass es jetzt da irgendwo im Internet rumschwirrte von der ARD-Dokumentation, deswegen kann man es ja dann nachvollziehen. Aber genau, war ich für verschiedene Teams, für verschiedene Athleten quasi zuständig, wenn Ja. man es zusammenfasst. Genau. Okay. Die Wellenlänge Spotify Playlist. Dann eine letzte Frage und ich habe vergessen, dich darauf vorzubereiten, wie ich es normalerweise tue. Ich füttere immer in jeder Episode meine beiden Spotify-Playlists. Einmal die Line-Up- und Fire-Energie-Liste und die Beachfire-Chill-Out-Vibes zum Runterkommen. Vielleicht hast du da auch noch zwei Songs für uns spontan bereit, eine Geschichte dazu sogar noch eventuell, warum du das mit Surfen verbindest. Ich glaube, Reservoir Dog ist ein ziemlich guter Song. Ich weiß gar nicht, die Band. Guck, das müsste ich jetzt mir kurz selber nochmal anschauen. Kannst du mir auch hinterher schicken, gerne noch. Das schicke ich dir hinterher raus, genau. Mal und zum Entspannen. Ich glaube, für mich der Klassiker ist immer noch der Intro von The XX. Also da, als ich ziemlich lange Zeit lang in Australien und Indonesien gelebt habe, war das so für mich immer so ein, ja, wenn man Tropenwellen und Tropeninseln und heftige Wellen und hohle, kristallklare Wellen hat, und dann war das immer so was, was mich angeschoben hat zum Relaxen eigentlich, ja. Okay, ja, sehr cool. Kannst du mir ja im Nachgang noch kurz schicken, Ich schick's dann dir nehme im ich die Nachgang durch. gerne mit auf. Genau. Klar. Danke dir. Natürlich. Sehr gerne. Ja. Dann würde ich sagen, wir sind auch durch. Ich weiß nicht, so, ich habe mir diese Frage eigentlich abgewöhnt. Bei dir finde ich sie irgendwie zutreffend. Hast du noch irgendeinen schönen Abschlusssatz, was du uns allen rätst aus deinem Mentalcoaching-Alltag? Ja, spielt viel, liebt viel, wertschätzt euch viel selber und euer Umfeld, feiert euer Leben, helft, wo es geht. Genau, und ja, ein bisschen mehr Herzenswärme, glaube ich, hilft uns allen ein bisschen. Super, Das wäre, glaube ich, der Abschluss. das gefällt mir ja. Dann vielen Dank, Martin. Sweet, gerne, Benny. Und bis bald mal wieder. Bis bald wieder, Benny. Bis zum nächsten Mal. Danke für alles. Ciao, ciao. Tschüss, liebe Zuhörer. Ja, hat wirklich viel Spaß gemacht, mit Martin zu sprechen. Der hat wirklich viel erlebt und man merkt, er weiß, wovon er spricht. Wenn du mehr von ihm erfahren möchtest, in einigen Wochen wird Martin voraussichtlich auch beim Phil vom Stärke Kopf-Podcast zu hören sein. Hab den ja schon hier ein paar Mal erwähnt. Ich produziere diesen Podcast und bin teilweise auch als Sprecher mit tätig. Das Ganze läuft für das Sportcoaching-Startup SpoMind, wo wir viele spannende Themen und Gäste rund um den Sport und das Thema Persönlichkeitsentwicklung im Sport behandeln. Ich gebe hier Bescheid, wenn es soweit ist und der Martin dazu Gast ist. Der Phil stellt ihm nochmal ganz andere Fragen als ich. Also kann man schon was von erwarten, würde ich behaupten. Außerdem werde ich ihn ja wahrscheinlich auch nochmal begrüßen.
Wer weiß, vielleicht machen Phil und ich das sogar zusammen. Mal gucken. Nächste Woche geht's thematisch noch einmal in eine ähnliche Richtung. Und zwar wird da eine Surf-History-Folge mal wieder auf der Agenda stehen. Und ich möchte gern über das Thema Surf-Nazis sprechen. Ich habe es ja schon im Gespräch mit Martin erwähnt, da kam ein ganz cooler Artikel im Surfers Mag gerade raus, wo die Historie dahinter und die lange Vergangenheit von einem rechtsradikalen Gedankengut im Surfen behandelt wird und das Thema Lokalismus und sowas halt aber eine große Rolle spielt. Wer sich da noch nicht näher mit auseinandergesetzt hat, ich kann, glaube ich, echt versprechen, dass da einige überraschende Aha-Momente drin sind, was die Surf-Historie so bereithält. Und dem möchte ich mich nächste Woche nochmal gezielt widmen. Lokalismus ist ja nun auch heute immer noch ein größeres Thema. Regional sehr unterschiedlich, kann man wahrscheinlich sagen. Und ich werde zu dem Thema dann auch noch einen Special Guest zu Besuch haben. Und zwar habe ich mir nochmal den Fabi von meiner Skateboard-Folge eingeladen. Der war nämlich in der Vergangenheit auch viel in Nordspanien und in Portugal unterwegs und hat da so einiges erlebt. Gerade weil er sagt, er ist halt viel mit Longboard, mit Singlefin und ähnlichem unterwegs. Und da war er nicht immer ganz gern gesehen und hat einige Geschichten zu teilen. So ein Lokalismus ist ja immer wirklich schon, würde ich schon sagen, ein Stück weit verständlich, dass man seine eigene Welle nicht hergeben möchte und da lieber seine Ruhe haben möchte. Die Frage ist halt aber wirklich einfach, wo Lokalismus in der Form aufhört und wo Rassismus, Intoleranz und Hass gegen Fremde anfängt. Und ich finde das super, super wichtig, das Thema. Ich möchte mich auch ganz klar positionieren und hier sagen, jegliche Form von derartigen Ismus hat im Sport, in der Gesellschaft und nirgendwo irgendwas zu suchen. Und da möchte ich auch einfach mit der Folge mal eine ganz klare Message noch setzen. So, dann möchte ich hier an dieser Stelle einfach nochmal kurz wieder euch um Feedback ermuntern. Schreibt mir gerne, was euch gefallen hat, was nicht. Auch vielleicht in Bezug auf die letzte Folge mit der Biene Krefeld und den Wavepool-Gegnern. Kontrovers diskutiert wird das überall. Würde mich freuen zu hören, was du davon hältst und wie du das Thema siehst. Kontaktdaten zu mir, mal Instagram, E-Mail und alles, was es so gibt, findest du in den Shownotes. Wer kurz Zeit hat und mir eine Bewertung 5 Sterne bei Spotify und eine Rezension bei Apple dalassen mag, vielen Dank dafür. Und in dem Sinne verabschiede ich mich. Bis nächste Woche und hab eine gute Woche. Tschüss. Ich stelle mir gerade vor, wie der Podcast-Muckel da im Fußballstadion im Fanblock steht und Parolen mitbrüllt. Schala, la, 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 la. Nee, du, ey, das ist ja nicht meins. Von daher, ich verabschiede mich diese Woche mal wieder mit dieser coolen Welle, die da kommt. Mach's gut.